MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Sie haben es vielleicht in den letzten Tagen in den Nachrichten mitbekommen. In der vergangenen Woche war der Augsburger Bischof Bertram Mayer mehrere Tage in der Ukraine unterwegs. Er ist in der Deutschen Bischofskonferenz ja für das Thema Weltkirche zuständig. Und deshalb haben wir ihn mal gefragt, wie er denn die Situation vor Ort erlebt hat. Bischof Mayer sagt, der Krieg findet nicht erst seit 2 Jahren statt, sondern eigentlich schon seit 10 Jahren. Aus einem Bewegungskrieg ist mittlerweile ein langwieriger Stellungskrieg geworden. Das zehrt an den Menschen. Sie sind auch irgendwo ausgelaugt und kriegsmüde. Trotzdem lassen sie die Hoffnung nicht sinken. Sie wollen weiterhin für ihre Heimat kämpfen und nach vorne blicken. Und gleichzeitig sehnen sich viele auch danach, dass irgendwann mal der Tag kommt, an dem der Dialog auch Platz hat, um in die Zukunft blicken zu können. Selbst wenn ein Dialog zustande kommt, so Mayer, wird der natürlich nicht gleich Wunder bewirken. Aber ohne Dialog wird die Waffengewalt immer weitergehen. Es geht letztendlich darum, dass die Ukrainer einen gerechten Frieden finden, also nicht eine Kapitulation eingehen und damit nicht nur das Gesicht verlieren, sondern auch dem Frieden nicht dienen. Denn sonst gilt immer das Recht des Stärkeren und nicht die Stärke des Rechts. Auch wenn Friedensverhandlungen in erster Linie Aufgabe der Politik sind, spielen die Kirchen doch eine ziemlich wichtige Rolle. Sie sind untereinander gut vernetzt und in Kiew gibt es auch einen Vertreter des Heiligen Stuhls, so der Augsburger Bischof. Der Heilige Stuhl ist ja nicht untätig, nur laufen diese Kanäle nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Hintergrund. Und ich bin da zuversichtlich, dass durchaus auch die Kirchen hier ihren Einfluss geltend zu machen versuchen. Aber sie müssen natürlich auch mit ihren Ratschlägen, mit ihren Dialogkanälen zum Zuge gebracht werden. Und das, denke ich, wird die Herausforderung sein, aber auch die ganz, ganz große Chance. 5 Tage lang war Mayer in der Ukraine unterwegs und hat unter anderem Kiew und Lemberg besucht. Besonders bewegend war für ihn ein Friedhofsbesuch. Und eine Abteilung des Friedhofes ist gefangenen Soldaten gewidmet. Es war sehr berührend. Vor allem waren Frauen da, Ehepartnerinnen, Mütter, Großmütter, die zu den Gräbern gegangen sind. Ich bin dann, soweit es mir möglich war, zu fast allen Gräbern gegangen, habe dort ein Gebet gesprochen und die Angehörigen gesegnet. Manche hatten Tränen in den Augen und ich glaube, nicht nur ihnen ging es so, den betroffenen Menschen, auch mir selbst und den Mitgliedern unserer Delegation. Nach seiner Rückreise fordert der Augsburger Bischof jetzt, dass sich Deutschland und Europa weiterhin solidarisch zeigen. Er selbst hat gerade erst einen Krankenwagen für die Ukraine gesegnet und sagt, unsere Pfarreien müssen auch weiterhin helfen. Begleiten, betreuen und einen geistigen Bezug herstellen. Das sind nur einige Aufgaben, die man als Pfarrer bei einer Trauerfeier zu absolvieren hat. Auch bei Pfarrer Schießler sieht das nicht wirklich anders aus. Bei einer Bestattung ist ihm allerdings die Tage etwas widerfahren, das ihm so alltäglich auch nicht passiert. Was das genau war? Hören Sie jetzt in einer neuen Folge Schießlers Woche. Schießlers Woche. Hier spricht der Pfarrer. Es sind diese besonderen Momente, die eine routinemäßige Veranstaltung dann doch ganz anders machen. Natürlich hat man als Pfarrer andauernd mit Bestattungen zu tun. Und keine ist wie jede andere. Die Palette reicht von absolut trist, traurig, unpersönlich bis hin zu unglaublich bewegend und berührend. Grundsätzlich reden wir den Angehörigen bei ihrer Wunschvorstellung für den letzten Weg, den sie mit ihrem Angehörigen machen, nicht dazwischen. Man kann etwas korrigieren, etwas justieren, mithelfen bei der Gestaltung, die eigene Erfahrung mit einbringen, aber vor allem geht es uns darum, dass auch dieser Abschied eine Feier ist, Verabschiedungsfeier eben. Das widerspricht uns zuerst. Wie kann und soll man etwas feiern, was so ungeheuer wehtut? Ein Mensch, wie auch immer er gestorben ist, er geht, er ist nicht mehr da, er verlässt seine Familie für immer, ist nicht mehr greifbar, erlebbar, spürbar. Und das sollen wir jetzt feiern?
Klar, man schaut zurück in sein Leben, erinnert sich an die wunderbaren Momente, die Kraft gegeben haben und so voller Glück gewesen sind. Man betrachtet vielleicht das Leiden, das er ausgehalten hat, die Schmerzen, die er ertragen hat, die Schicksalsschläge, die er verkraftet hat. Alles das hat seinen Platz bei einer solchen Beerdigung. Und es ist gut, dass es da viel Spielraum und genügend Möglichkeiten gibt, sehr verschiedenartig zu gestalten. Unsere Aufgabe als Seelsorger besteht wirklich vor allem darin, zu begleiten und zu betreuen und, was ja nicht unerheblich ist, einen geistlichen Bezug herzustellen. Gibt es da eine Antwort aus unserem Glauben heraus, die diesen Tod akzeptieren lässt, aushalten lässt, ertragen lässt? Hilft uns die Hoffnungsbotschaft der Heiligen Schrift, jetzt den Verstorbenen wirklich gehen zu lassen? Was müssen wir tun, dass wir nicht auf ewig Hinterbliebene, ewig Zurückgebliebene bleiben, die der Verstorbene verlassen hat? Sind wir wirklich vollkommen machtlos? Ich gebe zu, es gelingt nicht immer gleich, diese Aufgaben gut zu erfüllen. Manchmal erdrückt einen auch schier die Routine eines solchen Abschieds. Sehr viel aber hängt davon ab, wie die betroffenen Angehörigen selber in der Lage sind, sich von ihrem geliebten Menschen zu verabschieden. Dabei geht es nicht um eine aufgesetzte Theatralik, wie es auch bei unseren geistlichen Worten nicht um fromme Worthülsen gehen darf. Natürlich haben wir keine beweisfähigen Antworten. Wir reden vom Vertrauen und Liebe, vom unverlierbaren Wert des Menschen, dass seine Geschichte bei Gott nun vollendet wird. Aber im Letzten gibt es keine Argumentationsketten gegen den Tod. Es gibt keinen Masterplan gegen das Sterben. Uns bleibt nur die Hoffnung auf ein Leben bei Gott, das den Tod überdauert. Mit dieser Hoffnung dürfen wir den Menschen begegnen. Nicht immer aber sind wir darin die Stärkeren. Es berührt mich sehr, wenn dann Dinge passieren, die selbst für mich nach so vielen Jahren noch neu sind, anmutend und bewegend, wie ich sie noch nie erleben habe dürfen. Exakt, das ist mir in dieser Woche passiert. Der Verstorbene ist nach kurzer, schwerer Leidenszeit inmitten seiner ganzen Familie von dieser Welt gegangen. Alle da sollen seine letzten Worte gewesen sein, erzählt mir die Familie. Heute war der Tag der Urnenbestattung gekommen und wir machten uns gerade auf den Weg aus der Trauerhalle hinaus ins Freie. Die Tochter, die mittlerweile den Betrieb des Vaters übernommen hat, trug ihren geliebten Vater also die Urne in ihren Armen. Schon das ist ein Zeichen ganz besonderer Nähe und Fürsorge. Ich ging ganz nah an ihrer Seite. Ich habe versprochen, dass ich sofort übernehmen würde, falls sie es nicht mehr könnte. Vor der Trauerhalle nun blieben wir stehen und es formierte sich ein Menschenkreis um uns beide. Alle Mitarbeiter und Angestellte der Firma des Verstorbenen waren gekommen und stellten sich so im Kreis um die Urne auf. Dann trat jeder Einzelne hervor, ging zur Tochter des Verstorbenen mit der Urne und legte schweigend für einen Moment die Hand auf die Urne ihres Chefs. Viele Menschen umringten unseren Abschiedskreis und sahen schweigend und auch weinend diesem Zeremoniell zu. Es war solch ein berührender Moment, den man gar nicht mehr vergessen kann. Er hat jedem auf dem Betriebsgelände, dem er begegnet ist, die Hände gereicht. Er war für jeden Mitarbeiter da. Er hat niemanden für zu gering eingeschätzt. Jeder war für ihn unersetzbar wichtig. Und darum wollen sich alle noch einmal von ihrem Chef mit Handschlag verabschieden, war die Erklärung vor der Beisetzung für mich seitens der Familie. Ich konnte mir dieses Zeremoniell nicht so vorstellen. Ich ließ mich einfach darauf ein und habe so eine Verabschiedung erleben dürfen, die einfach nur Mut macht. Nichts war und ist umsonst. Alles war und ist kostbar, wichtig, wertvoll. Nichts wird verloren gehen, vor allem nicht die gegenseitige Wertschätzung und der Respekt. Und so danke ich dieser Familie und ich danke allen Mitarbeitern, die mir mit ihrem Zeichen des Abschieds eine unbezahlbare Lektion von Freundschaft, Anstand und Respekt beigebracht haben. Ihr habt das sehr, sehr gut gemacht.
Ich wünsche uns eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Das war Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer-Maria Schießler. Jederzeit überall, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche wieder hier an dieser Stelle im MKR. Ja, vor genau 5 Jahren haben viele von uns entsetzt nach Frankreich geschaut. Damals stand die Pariser Kathedrale in Notre-Dame in Flammen und lange war nicht sicher, ob da überhaupt noch was zu retten ist. Der französische Präsident Macron hat ja damals versprochen, in 5 Jahren, also 2024, ist alles wieder wie neu. Wir sprechen deshalb jetzt mal mit Stefan Albrecht. Er ist Professor für Kunstgeschichte an der Uni Bamberg. Außerdem ist er mit dabei im Team, das den Wiederaufbau von Notre-Dame betreut. Und er ist auch im Moment in Paris. Herr Albrecht, kann Macron denn das Versprechen halten? Ich habe jetzt vor ein paar Wochen gerade den Chefarchitekten getroffen und der sagte, ja, sie laufen alle unter Hochtouren, aber sie werden auf jeden Fall so weit fertig sein, dass man die Kathedrale am 8. wieder öffnen kann und dann auch wieder besuchen. Also es ist nicht nur realistisch, sondern es ist eigentlich schon klar, dass Ende des Jahres wieder geöffnet wird. Es gibt sogar einen Termin für die Eröffnung am 8. November diesen Jahres. Herr Albrecht, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Was wird denn gerade noch gemacht? Die Baustelle ist sehr aktiv. Im Moment ist alles vollgestellt mit Gerüsten. Das liegt daran, dass gerade das Dach jetzt gedeckt wird mit Blei und auch der Vierungsturm, der ja damals eingestürzt war. Und von innen ist es so, da war alles verstellt mit Gerüsten und die nähern sich jetzt langsam. Da kann man fast alles sehen. Es wird der Fußboden gerade gemacht. Also wirklich Hochbetrieb an allen Fronten an der Kathedrale gerade. Jetzt haben es ja viele für unmöglich gehalten, dass Macron dieses Versprechen wahrmachen kann. Warum klappt das in Paris? Und warum werden Projekte wie zum Beispiel der Stuttgarter Bahnhof hier bei uns in Deutschland ewig nicht fertig? Es ist möglich, weil es, jetzt blöd das als erstes zu sagen, aber so ist es, es gibt sehr viel Geld, es ist sehr gut organisiert, es gibt kaum Leerlaufphasen, es ist also wirklich generalstabsmäßig durchgezogen. Das liegt auch daran, dass es extra Gesetze für Notre Dame gab, dass also bestimmte Bauregeln nicht beachtet werden müssen, dass der Verkehr von dem Lieferverkehr, dass der also durch die Stadt fahren darf und so. Also es gibt viele Ausnahmen und das wäre natürlich nicht bei jedem Projekt so, aber bei Notre Dame funktioniert es tatsächlich gut. Wie schaut es denn jetzt in Sachen Brandschutz aus? Gibt es da Neuerungen, damit so eine Katastrophe in Zukunft nicht mehr passieren kann? Ja, also komplette Sicherheit gibt es natürlich nie und man muss auch bei dem Brand sagen, der hätte verhindert werden können, wenn man ausreichend den Brandschutz auch in dem Sinne beachtet hätte, dass man auch die Signale gehört hätte. Also insofern muss man in Zukunft vor allem das Wachpersonal verstärken. Andererseits ist es natürlich so, es wurde die gesamte Elektrik jetzt erneuert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man es im Griff hat, ist jetzt doch deutlich höher. Man ist auch wesentlich wachsamer insgesamt für alle Kathedralen, sodass ich da nicht sehr zuversichtlich bin, dass sowas erstmal nicht mehr passieren wird. Was würden Sie denn sagen? Ist in Sachen Notre Dame in Paris schon große Vorfreude zu spüren? Das ist natürlich mal schwierig zu sagen, wie einzelne Pariser das sehen. Im Moment wird alles dominiert von Olympia und von den Vorbereitungen. Das ist nicht immer leicht, weil hier ganze Teile dann abgesperrt sein werden. Und da ist Notre Dame vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber wenn man so mit den Leuten redet und sagt, man beschäftigt sich gerade mit Notre Dame, dann stößt man eigentlich immer auf Höchstachtung sozusagen. Also ich glaube, das Interesse ist immer noch hoch und die Freude ist, glaube ich, groß, dass es dann tatsächlich Ende des Jahres soweit ist. 5 Jahre sind es also genau seit dem Brand in der Kathedrale Notre Dame. Vielen Dank, Stefan Albrecht, Professor für Kunstgeschichte an der Uni Bamberg und derzeit mit Team in Paris beim Wiederaufbau von Notre Dame betreuend. Das komplette Gespräch mit Stefan Albrecht gibt es übrigens nochmal in unserem MKR-Magazin-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und natürlich hier auch auf münchnerkirchenradio.de. Die einen freuen sich auf Spargel mit Sauce Hollandaise heute Abend oder zum Mittagessen. Die anderen, dass die Tage wieder kühler werden und die Pollen jetzt mal nicht mehr für Niesen, brennende Augen oder eine laufende Nase sorgen. Auch meine Kollegin Steffi Schmitz hat etwas, worüber sie sich freut und das ihr heutiges Highlight ist. Was das genau ist, das erzählt sie uns jetzt. Das Highlight der Woche. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich bin Moderatorin und Redakteurin der Sendung Kita Radio.
Am vergangenen Freitag war ich im Museum Mensch und Natur und zwar trotz frühsommerlichen 23 Grad und wunderbarem Sonnenschein, denn mein 15-jähriger Sohn hat dort ein einwöchiges Praktikum gemacht. Erst habe ich tatsächlich gedacht, ich war doch schon so oft im Museum, wäre es jetzt nicht viel schöner, etwas draußen zu machen? Aber dann hat mich mein Sohn überzeugt, dass er mir dort die aktuelle Skelettausstellung zeigen möchte. Und so hat mich mein 15-Jähriger durch das Museum geführt. Wir haben von Faultierskeletten bis zu Schlangenskeletten alles gesehen. Gesehen, wie sich der Knochen eines Menschen im Laufe des Lebens verändert. Und es war eindrucksvoll und schön, dass mir mein Sohn die Welt, die er eine Woche lang erlebt hat, und ein paar Menschen, mit denen er dort zu tun hatte, die ihn wunderbar betreut haben, zeigen konnte. Für mich war das dann ein ganz besonderer Museumsbesuch, so mit Führung, Betreuung und ganz viel persönlicher Note. Und das war absolut mein Highlight der Woche. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast. MKR, mehr Tiefgang für den Süden.